Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Finanzsenator und Aufsichtsratsvorsitzender der Berliner Wasserbetriebe, es ist nicht die richtige Zeit, einen Kaffee zu bestellen, würde ich sagen, wenn eine solche Rederunde anliegt. Und deswegen werde ich den auch nicht bezahlen. Ich glaube auch, das können Sie alleine. Meine Damen und Herren, als wir im November vergangenen Jahres in erster Lesung über den Antrag diskutiert haben, haben wir darauf hingewiesen, dass die Versorgung mit Wasser und die Entsorgung von Abwasser im natürlichen Monopol öffentlicher Aufgaben sind und nicht in private Hände gehören. Deswegen war der Rückkauf der Anteile von RWE und Veolia ein erster Schritt, um die verheerende Teilprivatisierung von 1999 durch CDU und SPD zu korrigieren, aber eben nur der erste Schritt. Wirklich entscheidend sind zwei weitere Schritte, die jetzt gegangen werden müssten. Der Senat müsste erstens einen Plan vorlegen, wie die Berliner Wasserbetriebe als nachhaltig arbeitendes, nicht der Rendite verpflichtetes Wasserunternehmen entwickelt werden sollen, als kommunales Vorzeigeunternehmen der öffentlichen Wasserwirtschaft in Deutschland. Aus unserer Sicht beginnt das mit der Auflösung der Holdingstruktur und der Eingliederung der Holdingtöchter in die Berliner Wasserbetriebe. Und dann wäre zu erwarten, dass die Vertreterinnen und Vertreter des Landes Berlin im Aufsichtsrat der Berliner Wasserbetriebe die Erarbeitung eines Zielbildes zu initiieren, um gemeinsam mit den Beschäftigten der Wasserbetriebe und mit anderen Akteuren aus der Stadtgesellschaft die Parameter der langfristigen Investitionsstrategie, der Infrastrukturentwicklung, der Personalentwicklung und der sozialen und ökologischen Entwicklung festzulegen. Zu all dem kennen wir bisher keinen Plan und der Senat will offenbar auch keinen vorlegen. Es soll offenbar dabei bleiben, dass die Wasserbetriebe vom Senat planlos verwaltet werden, ohne Idee, ohne Konzept, mit einer einzigen Ausnahme: die Gewinnabführung an den Landeshaushalt soll weiter so hoch wie möglich sein. Meine Damen und Herren, und da bin ich beim zweiten Thema, der Tarifkalkulation. Harald Wolff ist hier im Haus oft und unanständig angegriffen worden, weil er das Bundeskartellamt zur Überprüfung der weit überhöhten Trinkwasserpreise der BWB eingeschaltet hat. Zur Erinnerung: in den Jahren 2008 bis 2011 betrug die jährliche Umsatzrendite der Wasserbetriebe zwischen 24% und 26%. Und auch mit der halbherzigen Trinkwasserpreissenkung der Koalition auf Vorbehalt beträgt sie für 2012 immer noch über 20%. Wir haben gefordert, die Kalkulationsgrundlagen für die Wasser- und Abwasserpreise, die der Teilprivatisierung 1999 geschaffen worden sind, umgehend zu ändern. Denn die Preise werden ja nicht einfach nach Gutdünken oder auf Wunsch einer Fraktion des Abgeordnetenhauses kalkuliert, sondern es gibt hierfür gesetzliche Vorschriften, das Berliner Betriebegesetz und die Wassertarifverordnung. Und es ist schon schrill, die offenbar selbst mit der Beantwortung simpelster Fragen massiv überforderte Wirtschaftssenatorin erklärt uns, wie übrigens in den vergangenen Monaten immer wieder: wir wissen noch nicht, was wir da machen, aber wir haben da gestern im Aufsichtsrat irgendwie Dinge beschlossen. Meine Damen und Herren, so geht das nicht. Eine nachhaltige Senkung der Wasserpreise erfordert eine Änderung der gesetzlichen Grundlage. Und da müsste der Senat dann Farbe bekennen. Sie können nicht die Trinkwasserpreise senken, ohne in gleicher Weise auch die Abwasserpreise zu senken, denn die gesetzliche Grundlage ist dieselbe. Sie können nicht sagen, wir senken mal die Trinkwasserpreise, aber bei Abwasser kalkulieren wir weiterhin mit 25% Jahresrendite. Das funktioniert nicht. Und wir akzeptieren ja, dass eine maßvolle Gewinnkalkulation Teil des Aufwands sein soll, der den Kundinnen und Kunden in Rechnung gestellt wird. Aber 25% Rendite im Monopol, meine Damen und Herren, das ist Marktmachtmissbrauch. Und dass ausgerechnet SPD und CDU diesen Marktmachtmissbrauch verteidigen und rechtfertigen, das ist eine wirtschafts- und sozialpolitische Bankrotterklärung. Meine Damen und Herren, Wasserbetriebe und Senat haben sich erst in der vergangenen Woche vor dem OLG Düsseldorf eine derbe Klatsche geholt. Nach wie vor diskutieren sie offenbar, vor dem Bundesgerichtshof in Revision zu gehen, um weitere Millionen der Wasserkunden zu verbrennen. Meine Damen und Herren, das ist einfach inakzeptabel. Denn es ist auch unsozial. Wasser müssen alle zahlen, Millionäre wie Hartz IV-Beziehende. Es ist nicht akzeptabel, die Finanzschwächsten überdurchschnittlich zur Haushaltssanierung heranzuziehen, zumal die Einnahmesituation des Landes Berlin inzwischen sehr ordentlich ist. Und auch die Flucht in das Gebührenrecht, ein Trick, um der Kontrolle des Bundeskartellamts zu entgehen, ist offenbar nicht vom Tisch. Wir wissen nicht, welche Vorsorge von 2009 bis 2011 getroffen worden ist, wenn dort die Kartellamtsverfügung auch noch umgesetzt werden soll. Ich komme zum Schluss. Meine Damen und Herren der Koalition,
Wir haben Ihnen ein Angebot unterbreitet. Ein Angebot, gemeinsam Perspektiven für die Wasserbetriebe zu entwickeln und gemeinsam über die Kalkulation der Tarife in den nächsten Jahren nachzudenken. Dieses Angebot gilt weiterhin, auch wenn Sie heute diese Entschließung ablehnen werden. Vielen Dank.